Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14. Große Anfrage der Abg. Hofmann, Grumbach, Kummer, Waschke, Weiß, Özgüven, SPD-Fraktion betreffend langwierige Verfahren in Hessen, Drucksache 19/4889 zu Drucksache 19/4474, vereinbarte Redezeit 10 Minuten pro Fraktion. Das Wort hat Frau Abg. Özgüven von der SPD-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte meine Rede mit folgendem Zitat beginnen. Der Personalmangel führt zu Bearbeitungszeiten, die uns als Vertreter einer zügigen Justiz nicht gefallen, zumal die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, weder kleiner noch weniger komplex werden. Dieses Zitat und den dazugehörigen Artikel können Sie in der oberhessischen Presse vom 24.04.2017 nachlesen. Das Zitat stammt vom ehemaligen Direktor des Amtsgerichts Marburg, Herrn Kai Adrian Bösken. Herr Bösken hat im April dieses Jahres das Handtuch geworfen und nicht nur seinem Amt als Amtsgerichtsdirektor den Rücken gekehrt, sondern auch sein Amt als Richter an den Nagel gehängt, um zukünftig in der Werkzeugbaubranche zu arbeiten. Dieser Akt des ehemaligen Marburger Amtsgerichtsdirektors ist das Resultat des jahrelangen systematischen Personalabbaus in der hessischen Justiz durch diese und die vorangegangenen Landesregierungen. Schauen wir uns einmal die Zahlen genauer an. Von 2012 bis 2016 haben die CDU-geführten Landesregierungen in Hessen rund 430 Stellen in der Justiz abgebaut, seit 2003 betrachtet sogar rund 1.200 Stellen. Auch an Ausbildungsplätzen ist deutlich gespart worden. Während es im Jahr 1999 215 Ausbildungsplätze für den Beruf der Justizfachangestellten gab, ist die Zahl der Ausbildungsstellen bis heute um 53% reduziert worden. Meine Damen und Herren aus den Regierungsreihen, Sie haben über Jahre hinweg einen Ausverkauf der hessischen Justiz vorgenommen, der für einen funktionierenden Rechtsstaat nicht mehr tragbar ist. Was ist das Ergebnis dieses Ausverkaufs? Wie aus den Antworten zu der Großen Anfrage hervorgeht, ist der Zustand der hessischen Justiz höchst besorgniserregend. Die über dem Bundesdurchschnitt liegenden Verfahrensdauern in Hessen ziehen sich wie ein roter Faden durch die ordentliche Gerichtsbarkeit und durch die Fachgerichtsbarkeit. Immer länger werdende Verfahrensdauern in Zivil- und Strafsachen, im Bereich des Jugendstrafrechts, im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, in Familienrechtsverfahren, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, in der Sozialgerichtsbarkeit, in der Finanzgerichtsbarkeit. Die Belastungssituation der Justizbediensteten ist enorm. Da wundert es auch nicht, dass in einzelnen Bereichen die Anzahl der Verzögerungsrügen im Jahr 2016 den Höchststand erreicht hat. Es verwundert nicht, dass die Personalbelastungsquote in der hessischen Justiz mittlerweile chronisch und grundsätzlich bei deutlich über 100% liegt, bei Richtern in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zuletzt bei 159%. Im höheren und im gehobenen Dienst beim Landessozialgericht zuletzt bei 149%, im Familienrechtsbereich zuletzt bei 120% und so weiter. Das sind Ihre Bilanzen, meine Damen und Herren, aus den Reihen der Landesregierung. Und das ist Ihr Versagen, Frau Justizministerin. Bundesweit zählt der Richterberuf seit jeher zu den angesehensten Berufen. In Hessen hat sich allerdings die entsprechende Selbstwahrnehmung der Richterinnen und Richter negativ gewandelt. Die Attraktivität des Richterberufs hat abgenommen.
Die Gehälter in der hessischen Justiz haben sich längst von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt. Justizbedienstete machen sehr gute, intensive und hochqualifizierte Arbeit. Sie setzen sich mit all ihren Kapazitäten für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie und für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit ein. Diese Landesregierung ist jedoch nicht in der Lage, Justizbediensteten die notwendige und erforderliche Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen. Abend- und Wochenendarbeit, Erschöpfung, Burnouts und Frustration sind für hessische Justizbedienstete häufige Vorkommnisse. Ob Sie all dies gerne hören oder nicht, Frau Justizministerin, Tatsache ist, dass Ihr Maßnahmenplan zur Stärkung der hessischen Justiz nicht geeignet ist, all diese Missstände zu beseitigen. Ja, Sie haben vergangenes Jahr beschlossen, Ihr Personalabbauprogramm vorerst zu stoppen und zusätzlich 250 Stellen in der Justiz zu schaffen. Angesichts der Tatsache, dass Sie in den letzten Jahren 430 Stellen beziehungsweise seit 2003 1.200 Stellen abgebaut haben und zusätzlich die Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Beamte von 42 auf 41 Stunden kompensiert werden muss, kann Ihr Maßnahmenpaket nur als Tropfen auf den heißen Stein gewertet werden. Erst gestern gab es in der Hessenschau einen Bericht über die gnadenlos überlasteten Verwaltungsgerichte. Der Frankfurter Verwaltungsgerichtspräsident Herr Gerster wertete die in diesem Jahr in der Verwaltungsgerichtsbarkeit geschaffenen Stellen als unzureichend und forderte noch mehr Personal. Genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nenne Ihnen gerne noch einmal zur Anschauung des Problems zwei weitere Beispiele, dieses Mal aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, beide aktuell aus diesem Jahr. Der Rüdesheimer CDU-Bürgermeister ist gerade wegen Vorteilsnahme und versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt worden. Er sieht keinen Grund, zurückzutreten, weil er ja nicht vorbestraft sei. Warum ist er das nicht? Nach Gesetzeslage gilt man ab einer Verurteilung zu mindestens 91 Tagessätzen als vorbestraft. Er hat nur 70 bekommen. Ich zitiere aus der FAZ vom 21. Juni 2017. Das Gericht erkannte ein eklatantes Fehlverhalten und warf sogar die Frage nach dem Amtsverständnis des Bürgermeisters auf. Das Gericht hätte deshalb unter Abwägung aller Gesichtspunkte eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen als schuldangemessen erachtet, wenn nicht zwischen Tat und Hauptverhandlung ein Zeitraum von mehr als 18 Monaten gelegen hätte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur weil die Staatsanwaltschaft wegen Überlastung so lange für ihre Ermittlungen brauchte, ist der Rüdesheimer CDU-Bürgermeister heute nicht vorbestraft. Das zweite Beispiel. Ein ehemaliger Bürgermeister wird von seinem Nachfolger im Amt angezeigt. Seit einem halben Jahr ruhen die Ermittlungen. Warum? Ich zitiere aus einem Schreiben der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vom März 2017. In dem Ermittlungsverfahren wird mitgeteilt, dass das Hessische Landeskriminalamt bedauerlicherweise mitgeteilt hat, dass die Ermittlungen mangels personeller Ressourcen derzeit nicht vorangebracht werden können. Aus diesem Grunde ist auch die Auswertung der sichergestellten Beweismittel noch nicht abgeschlossen, weshalb ein Verfahrensabschluss derzeit nicht absehbar ist. Zitat Ende. Frau Justizministerin, Herr Innenminister, hier geht es schon lange nicht mehr um komplizierte Verfahren. Die halt leider mal länger dauern. Hier geht es um einen Rechtsstaat, der kapituliert, weil ihn diese CDU-geführte Landesregierung und die vorherigen personell kaputtgespart haben. Das ist
das ist ein Skandal. Ja, das ist ein Skandal, den Sie verursacht haben. Sie haben diesen Skandal verursacht. Seien Sie ehrlich und hören Sie endlich auf, den Menschen vorzugaukeln, die Partei zu sein. Noch einmal, seien Sie ehrlich und hören Sie endlich auf, den Menschen vorzugaukeln. Herr Kollege Pentz, zum letzten Mal, bitte. Hören Sie endlich auf, den Menschen vorzugaukeln, die Partei zu sein, die sich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Fangen Sie endlich an, die Justiz als das zu behandeln, was sie ist, nämlich die dritte Staatsgewalt im Land. Danke schön. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung, Herr Dr. Blechschmidt, die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht, nein, vielleicht ist es auch besser so, dass ich an der Reihe bin. Wäre es besser gewesen, wenn ein Vertreter der Regierungskoalition jetzt antwortet? Vielleicht dient es dem Thema aber auch, dass ich etwas dazu sage. Allemal, Herr Kollege, allemal. Weil, da danke ich für den Zuruf, weil er mir die Arbeit erleichtert, ich auch im Beruf Rechtsanwalt und Notar bin und vielleicht von all denjenigen, auch weil ich 3,5 Jahre in meinem Beruf etwas intensiver tätig war, wie ich nachrücken konnte, von dem weiß, in welchem Zustand die Justiz ist. Jetzt sage ich mal, und deshalb danke ich für das Vorlob, ob ich das am Ende noch bekomme von Ihnen, Herr Rudolph, weiß ich nicht. Ich male das nicht dunkel und so düster, wie die SPD das tut. Ich sage das mal, ich sage das mit der Praxiserfahrung, die ich habe, da ich auch eine Einstellung zur Staatsanwaltschaft habe, die 1,5 Jahre ermittelt, die nicht nur belastend, sondern entlastend Beweismittel hat. Ich sage das jetzt mal unabhängig vom Fall. Mir ist auch relativ egal, ob ein Richter SPD, CDU oder FDP ist. Oder ein Angeklagter CDU, FDP, Bürgermeister, Geschäftsmann ist. Ja, aber ich will es mal weg von dem Politischen bringen, sondern mal so, wie die Justiz sich darstellt. Vielleicht ist es auch ganz gut. Das ist ja eine große Anfrage. In 5 Jahren habe ich nicht zu einer großen Anfrage im Recht reden können, vielleicht auch in der Vorsitzendenfunktion, die ich innehabe, da ich vielleicht mal mich mit der großen Anfrage selber und den Erkenntnissen nach 3,5 Jahren Abstinenz vom Landtag beschäftige und so ein bisschen auch die Praxis einfließen lasse. Das Schöne ist, dass die Große Anfrage, als ich in den Landtag reinkam, die wurde eingebracht im Januar und sehr schnell beantwortet. Ich habe mir sagen lassen, im Februar eines der ersten Machwerke war, die ich vorfand, und hatte auch ein bisschen mehr Zeit, mich im Plenum mit zu beschäftigen, mehr Zeit, als ich heute haben würde, und habe mir wirklich die Zahlen angeguckt. Und habe dann im Sommer auch eine alte Tradition von der FDP fortgeführt, einfach die Sommerpause zu nutzen, um zu den Gerichten zu gehen, Gespräche zu führen. Nicht, dass man dann als Anwalt in Bad Homburg, Using agierend und beim Landgericht und Arbeitsgericht agierend blind wird, sondern auch nach Kassel einfach mal hört, wie in der Justiz es aussieht. Und ich muss feststellen, dass die Justiz, so leid es mir tut, als Oppositionspolitiker besser dasteht, als ich dachte. Ich habe von keinem meiner Gesprächspartner, das sind Anknüpfungspunkte in Bad Homburg, Using gewesen, die mich persönlich sehr gut kennen, wo ich immer seit 25 Jahren Berufstätigkeit Kontakte pflege, aber in Kassel einen Aufschrei gehört im Richterbereich. Die können alle mehr vertragen. Wer kann das nicht in der Politik? Ich muss allerdings auch feststellen, dass in den letzten 3 Jahren, wie auch zuvor, aber gerade in den letzten 3 Jahren im richterlichen Bereich, etwas eingestellt, gemacht, getan wurde, wo ich einfach sagen muss, das muss heute auch einmal ausgesprochen werden, wenn man schon eine große Anfrage hat mit vielen Punkten, wo man das problematisiert. Nicht richterlicher Bereich mit einem großen Fragezeichen und 3 Ausrufezeichen, da wünsche ich mir mehr. Da kann ich auch von den 3,5 Jahren Anwaltstätigkeit, Notartätigkeit sagen, dass da viel im Rechtspflegerbereich und im Geschäftsstellenbereich nachgebessert wurde, auch nachgebessert werden kann.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass der nachrichterliche Bereich mehr im Fokus kommt, weil wir dort auch als Landtag und die Landesregierung, aber auch die FDP das Augenmerk darauf gerichtet hat, in dem Bereich erst recht etwas zu tun, erst recht aufgrund der aktuellen Berichterstattung von gestern, die ich auch mir in Kassel bestätigen lassen, dass in der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch Asyl und die Besonderheiten Flüchtling und entsprechender Rechtsschutz ein erhöhter Bedarf gegeben ist, wo die Richter uns auch inständig als FDP mitgegeben haben, hier dafür zu werben, dass der nachrichterliche Bereich gestärkt wird, weil im Moment die Richter gar nicht zur Rechtsprechung kommen, sondern der nachrichterliche Zuarbeitungsbereich so landunter ist, dass sie gar nicht wissen, wie sie die Eingänge abarbeiten können. Deshalb großes Ausrufezeichen, auch eine Erkenntnis aus dieser großen Anfrage. Ja, d'accord, im Verwaltungsrecht müssen wir nachsetzen. Im Verwaltungsgericht müssen wir auch entsprechende Richterstellen schaffen. Im Verwaltungsgericht müssen wir auch vielleicht einmal schauen, dass junge Richter auf Erprobung mehr zum Austausch gebracht werden und flexibler eingesetzt werden, um dort auch entsprechend richten zu können. Aber auch im Verwaltungsrecht gilt, Ausrufezeichen, der nachrichterliche Bereich, der dringend gestärkt und ausgebaut werden muss, damit dort die Justiz, Entschuldigung, ich sage plakativ, uns nicht in kurzer Zeit absäuft. Ich sage das so mal dramatisch, und das sind die Erkenntnisse, die ich aus Kassel wiederbekommen habe. Meine Vorrednerin hat es aufgrund der aktuellen Berichterstattung offenbar vom gestrigen Abend noch einmal untermauert. Die Zahlen, als solltest du die vorlegen, zeigen auf, dass die Situation in anderen Gerichtsbarkeiten ungleich besser ist. Unser Hauptaugenmerk liegt bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit und auch im nachrichterlichen Bereich, wo dringend Notwendigkeiten gegeben sind. Und ich sage jetzt auch einmal eins, das wäre mein Eingang gewesen, wenn ich, sagen wir mal, mit dem, was mein Beruf ausmacht, vielleicht die Vorredner das eine oder andere etwas spontaner mich hat machen lassen. Ich vertrete die Auffassung, das muss eigentlich bei uns allen im Fokus sein, dass unsere Justiz eine hervorragende Arbeit macht. Durch ihre Rechtsprechung befriedet sie Rechtsstreitigkeiten und behebt Rechtsunsicherheiten. Da wird von der Bevölkerung ein hohes Maß an Akzeptanz entgegengebracht. Das bedeutet auch, dass die gebotene Zeit gefunden werden muss, um ausgewogene Urteile zu finden und Urteile finden zu lassen. Mein Hauptaugenmerk möchte ich gerade in den Bereich reinlenken, den ich eben dargestellt habe. Das ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit, das ist der nachrichterliche Bereich, der richterliche Bereich. Da müssen wir etwas mehr tun. Da sehe ich das ähnlich wie die SPD, nee, genau wie die SPD. In dem anderen Bereich habe ich versucht, das etwas anders darzustellen. Ich glaube allerdings auch mit der Praxis und mit meiner Praxiserfahrung, das beurteilen zu können, das Zahlenmaterial das auch aufzeigt. Ein anderer Gesichtspunkt, wenn man sich mit der Großen Anfrage beschäftigt, wir machen ja jetzt nicht nur die große Politik, dass wir so eine Art Aktualitäten der Rechtspolitik machen, die Große Anfrage, die viel Zeit, im Übrigen herzlichen Dank für die Ausarbeitung, da sind wirklich viele, viele, viele Informationen drin, auf die man aufbauen kann, wo man auch noch einmal nachfragen muss, müssen wir einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass weitere gesellschaftspolitische Erwägungen da sind, die auch im Redebeitrag der SPD zum Tragen gekommen sind. Das ist im Bereich des Strafrechts effektiv der Fall, und zwar im Bereich des Jugendstrafrechts. Wenn man die Anfrage liest, sieht man, dass im Jugendstrafrecht auch ein Bedarf gegeben ist, und gerade im Jugendstrafrecht mit dem, was im Jugendstrafrecht einhergeht, nämlich nicht Bestrafung, sondern Hilfe und erzieherischer Gehalt, Verfahren schneller zu machen. Total d'accord mit der SPD, aber auch im Verfahren, dass, wenn Einstellungen nach 170 Absatz 2 StPO zum Tragen kommen, diese auch schneller kommen müssen, wenn die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, dass keine Anklage zu erheben ist. Sie können sich kaum vorstellen, was es bedeutet für einen Menschen und gerade für einen Deutschen, der so gewisse Maxime hat, ein Verfahren gegenwärtig zu haben, wo er kein Unrechtsbewusstsein hat und erst nach einer längeren Zeit bestätigt bekommt, dass das Verfahren eingestellt wird. Auch dort müssen wir schneller agieren. Wenn man die Große Anfrage liest, und den Gesichtspunkt will ich auch nicht unterlassen, sieht man auch, dass im Rahmen der Familiengerichtsbarkeit durchaus Punkte sind, die wir noch einmal diskutieren müssen. Wer die Besonderheit des familiengerechtlichen Verfahrens kennt, und das ist nicht nur Scheidung und Gewaltschutzdelikt etc. pp., sondern gerade im Kinderbereich, wo die Fürsorge auch dann noch einmal da ist und der Handlungsbedarf ist, sieht man da auch, dass man aus der Großen Anfrage noch einmal Punkte hat, wo man nachsetzen muss und wirklich das Zahlenmaterial, was umfassend ist und sehr positiv aufzuwerten ist, noch einmal auswerten muss. Ich persönlich werde mit meiner Fraktion beraten, dass wir den einen oder anderen Gesichtspunkt hier noch einmal aufrufen, separat, weil das Zahlenmaterial in der Tat
wenn man es groß sieht, im Rahmen des Jugendstrafrechts angesiedelt, im Einstellungsverfahren und in der Besonderheit, dass hier im Asylbereich und damit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Nachholbedarf ist, durchaus drei, vier Varianten aufzeigt, die noch einmal nachbesserungsbedürftig sind oder im parlamentarischen Bereich separat entsprechend beraten gehören. Abschließend, auch in Abweichung durch den Beitrag von meinem Redemanuskript, was ich eigentlich vorbereitet hatte, aber wo ich die Punkte eben aufgegriffen habe, möchte ich abschließend noch einmal feststellen, dass wir einen ganz, ganz, ganz großen Nachholbedarf haben und einen entsprechenden Bereich haben, Frau Justizministerin, wo wir gefragt sind. Und das ist der Frage der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Richter und nachrichterliche Bereich. Und da müssen wir einfach nacharbeiten und müssen schnellstmöglich, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht eine schnelle Möglichkeit haben, um irgendwelche Stellen zu schaffen, sondern sehe, dass da ein Bedarf ist, nachzubessern, dass in der Tat, wie ich gesagt habe, die Justiz diesbezüglich nicht absäuft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Honka, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zuallererst möchte ich einmal den Damen und Herren danken, die die Zahlen dieser Großen Anfrage, die Fragen beantwortet haben und die Zahlen zusammengestellt haben. Denn es waren eine Menge Fragen, und es waren jetzt auch eine entsprechende Menge Antworten, die zusammengetragen worden sind. Ich fand es schade in Ihrer Rede, Frau Kollegin Özgüven, dass Sie zwar viele bunte Bilder gestellt haben, am Ende hatte ich fast das Gefühl, es geht doch mehr um Wahlkampf als um die Antworten der Großen Anfrage. Weil dann hätten Sie einen einfachen Antrag gestellt, dann hätten Sie, glaube ich, dieselbe Rede halten können, ohne dass vorher in der Justizverwaltung erst einmal diese Arbeit gemacht werden musste. Ich möchte ausdrücklich natürlich auf den über 90, also ich möchte ausdrücklich darauf eingehen, auch auf das Bereich der Asylverfahren. Sie haben das selbst angesprochen, eben von Seiten der SPD-Fraktion, der Bericht auf Hessenschau, in der Hessenschau. Ich habe rein zufällig natürlich, wenn man so einen Punkt hat, mal auch geguckt. Auf hessenschau.de findet sich ein aktueller Bericht gestern mit der Überschrift „Warum Hessens Richter in Asylklagen versinken“. Und da gibt es einen ganz interessanten Punkt, den ich hier ganz gerne zwei Absätze kurz vortragen möchte dazu, wie er dargestellt worden ist. Und da ist eine sehr interessante Aussage. Ich zitiere wie folgt von der Homepage von hessenschau.de. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann kritisiert an diesem Punkt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, gegen dessen Bescheide die Flüchtlinge klagen. Eigentlich müsste bereits das BAMF die Sachverhalte beweissicher aufklären. Doch die schlechte Qualität der Arbeit des BAMF führt dazu, dass die Gerichtsverfahren noch zusätzlich belastet werden, fasst ein Sprecher die Kritik der Ministerin für hessenschau.de zusammen. Das heißt, oft müssen die Richter nach Beweisen suchen oder Zeugen befragen, die Berichte der Flüchtlinge bestätigen oder widerlegen, obwohl dies bereits beim BAMF hätte geschehen müssen. Und jetzt kommt es, der Hessische Flüchtlingsrat bestätigt diese Justiz der hessischen Justiz. Das heißt, hier wird Arbeit jetzt auf die Justiz abgeladen, die eigentlich an anderer Stelle schon längst hätte geschehen müssen. Und das führt natürlich auch im Zusammenhang mit den vermehrten Zahlen natürlich zu einer vermehrten Belastung der Richterinnen und Richter und des Folgepersonals. Und auch das gehört zum Sachverhalt mit dazu. Ich weiß, Sie wollen es nicht gerne hören, aber es gehört mit dazu. Es gehört zur Realität unserer Verwaltungsgerichte und unserer Verwaltungsrichterinnen und Richter, Herr die dort an der Vorreiterarbeit machen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie Zwischenfragen? Können wir hier noch eine Kurzintervention machen, die Kollegin? Von daher brauchen wir jetzt da keine Fragen. Nein. Ich möchte daher auch schon einmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir bereits im Jahre 2015 für den Haushalt 2016 in Ansehung der damaligen Lage 4 vollständige Kammern für Verwaltungsgerichte zu einem neuen Personal zur Verfügung gestellt haben, richterlichen Personal allein und natürlich auch dem Folgepersonal. 2015, das war zu einer Zeit, als dort, ich glaube, noch kein anderes Bundesland überhaupt noch auf die Idee gekommen ist, für den Bereich der Justiz, der Verwaltungsjustiz etwas zu tun. Und es ist auch bereits angesprochen worden, wir haben letztes Jahr hat Frau Justizministerin mit ihrem 10-Punkte-Maßnahmenpaket dort noch etwas aufgesatteln können und aufgesattelt an vielen Punkten in der Justiz, nicht nur was die Verwaltungsjustiz angeht, sondern wir haben ja auch gerade durch die Flüchtlingssituation eine neue Aufgabe hinzugewonnen oder Idee kreiert, die eine Aufgabe geworden ist mit den Rechtsstaatsklassen, die zwar ehrenamtlich von unserem Justizpersonal wahrgenommen wird, die aber existenziell ist, um Flüchtlingen den Staat in unserer Gesellschaft zu erleichtern. Von daher, dort sind viele Aufgaben auch hinzugekommen, die man vielleicht auch gar nicht so hat absehen können.
neue Stellen im Justizvollzug. Für uns gehört der Rechtsstaat nämlich nicht an der Tür des Gerichtes dann auf, sondern der Justizvollzug gehört natürlich auch dazu, dass er ordentlich ausgestattet wird. Wir arbeiten weiterhin daran, z. B. Häuser des Jugendrechts in früheren Koalitionen begonnen, ausgebaut, und die nächsten Schritte, sie sind in Planung, in Umsetzung, aber immer mit den beteiligten Kommunen, weil wir an dieser Stelle gerade sagen, dass schnelles Recht gerade bei Jugendlichen auch vor allem wichtiges, gutes Recht ist. Von daher glaube ich, dass der Rechtsstaat weiterhin bei uns in guten Händen ist, in sicheren Händen, dass es die Richterinnen und Richter in Hessen sich verantwortungsbewusst ihrer Aufgabe stellen, auch der Folgebereich sicherlich immer mit dabei. Und in diesem Sinne danke ich abschließend all den Damen und Herren, die in unserem Land dafür sorgen, dass Recht gesprochen wird. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Hunker, Sie haben gerade mit einem Glaubenssatz geschlossen. Sie haben gesagt, ich glaube, dass die Justiz in guten Händen ist. Es ist nicht eine Frage des Glaubens, sondern wir diskutieren hier Zahlen, Daten, Fakten, die uns mit der Beantwortung der Großen Anfrage vorliegen. Ich gebe Ihnen insofern selbstverständlich recht, das gebührt Dank denjenigen, die diese Anfrage beantwortet haben. Das will ich hiermit auch ausdrücklich sagen. Aber mit der Bemerkung verknüpfen, das ist auch der Job, der getan werden muss, weil die Landesregierung ist uns, diesem Parlament, in diesen Fragen Aussagen und Antworten schuldig. Meine Damen und Herren, Prozesse, die nicht beginnen oder sich ewig hinziehen, das schadet sowohl der Gerechtigkeit als auch den Rechtsstaat gefährdet. Das hat Frau Özgüven mit starkem Tobak hier aus unserer Sicht korrekt dargestellt. Ich weiß nicht, ob mir das durchgegangen wäre, aber ich hätte gerne solche Worte auch benutzt. Ich will ein paar Facetten noch einmal in den Blick nehmen. Ich sage vorneweg, es ist nicht alles unter der Verantwortung von Frau Kühne-Hermann geschehen, sondern es ist auch schon in der Verantwortung von Herrn Hahn, damals noch ohne HC, geschehen, und es ist in weiteren Vorgängerregierungen geschehen. Wir haben eine Situation, es ist an dieser Debatte schon gesagt worden, dass wir einen drastischen Stellenabbau in der Justiz seit Beginn dieses Jahrtausends in der hessischen Justiz zu verzeichnen haben. Es sind über 1.200 Stellen verloren gegangen. Und die Notbremse, die jetzt im letzten Haushalt gezogen worden ist, reicht nicht aus, um diesen Missstand zu beheben. Meine Damen und Herren, und es geht auch nicht, dass wir darauf verweisen, dass wir als Bundesland da nicht alleine stehen, sondern dass das Problem durchaus auch in anderen Bundesländern da ist. Und es reicht auch nicht aus, darauf zu weisen, dass im BAMF nicht ordentlich gearbeitet wird. Das wissen wir ja nun einmal alle. Sondern unsere Aufgabe ist es, wenn wir ein Problem sehen, was mit mangelnder Personalausstattung in den Gerichten, und zwar bei Richterinnen und Richtern und im zuarbeitenden Bereich ist, dann ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass dort wieder ordentlich gearbeitet werden kann. Und das ist im Moment halt nicht der Fall. Und, meine Damen und Herren, ein Satz in der Beantwortung der Großen Anfrage hat mich erst richtig geärgert, und dann habe ich gesagt, ich muss ihn wahrscheinlich ganz anders lesen. Da schreibt die Landesregierung, also mit Ihrer Unterschrift, die Verfahrensführung obliegt und damit letztlich auch die Verfahrensdauer den jeweils zuständigen Richterinnen und Richtern im Rahmen ihrer grundgesetzlich garantierten richterlichen Unabhängigkeit. Ja, was denn sonst? Ja, selbstverständlich. Und dann kommt der Satz, die Landesregierung nimmt insofern keinen Einfluss auf die Dauer einzelner gerichtlicher Verfahren. Das ist korrekt, und das dürfen Sie auch nicht. Aber die Landesregierung nimmt Einfluss auf die Dauer der Gesamtverfahren, weil sie
an der Personalausstattung in den Gerichten zu viel gespart hat. Das ist die Aussage. Eine letzte Facette von meiner Seite. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass mit der Einführung der elektronischen Akte ja zukünftig eine Entlastung zu erwarten ist. Dazu noch einmal zwei Anmerkungen. Erstens. Wir sind noch nicht so weit, und in der Einführungsphase der elektronischen Akte kommen wir zu einer höheren Belastung in der derzeitigen Phase. Und in der Anhörung zur Digitalisierung, die wir in diesem Raum vor ein paar Tagen durchgeführt haben, ist ganz klar noch einmal betont worden, dass aus dem richterlichen Bereich niemand eine Personalentlastung mit der Einführung der elektronischen Akte erwartet. Es findet eine Veränderung des Verantwortungsprofils statt, aber keine Entlastung. Das müssen wir auch weiter beachten, wenn wir die Justiz wieder ausstatten wollen. Meine Damen und Herren, ich schließe, was ich normalerweise nicht tue, mit einem englischen Zitat, weil die englische Sprache manchmal einfach viel pointierter Dinge auf den Punkt bringt. Justice delayed is justice denied. Das ist das Problem, Frau Kühne-Hörmann, was Sie lösen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller von den GRÜNEN. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich arbeite noch daran, wie lange ich dieses Verfahren des Plenums hinauszögern will, ob ich Ihnen meine ganze Rede vortrage oder Auszüge davon. Es lohnt sich natürlich die ganze Rede. Also, erst einmal möchte ich feststellen, dass hier ein Bild aufgezeichnet wird, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Sie haben als SPD-Fraktion eine Große Anfrage gestellt, die in aller Akribie beantwortet ist, mit sehr vielen Zahlen, Daten, Faktenmaterial. Aber Sie haben sich Einzelfälle herausgegriffen und die auf das Ganze übertragen. Die Statistiken geben das auf keinen Fall her. Im Gegenteil, wenn man die Große Anfrage genau liest, erkennt man eine gut funktionierende hessische Justiz, die seit Jahren stabil und zuverlässig arbeitet. Es herrschen auf keinen Fall desaströse Zustände. Und es ist wichtig, die Zahlen geben nur nackte Zahlen wieder. Es sind also Statistiken. Aber die einzelnen Fälle müssen im Einzelfall betrachtet werden, weil manchmal liegt es an den Parteien, dass noch Dinge herangezogen werden müssen und, und. Also, es gibt ganz viele aufwendige Verfahren. Es gibt aber auch Verfahren, die schnell gehen. Also, so pauschal mit einer statistischen Durchschnittszahl umzugehen, wird der Sache einfach nicht gerecht. Die Richterinnen und Richter arbeiten in der Unabhängigkeit, arbeiten mit Sorgfalt. Und das ist mir lieber, als Verfahren schnell abzuarbeiten und dann hinterher weitere Verfahren folgen zu lassen. In den meisten der abgefragten Bereiche sind die Eingangszahlen auch weitgehend stabil geblieben. Seit 2010 gibt es zwischen den Eingangs- und Erledigungszahlen keine großen Diskrepanzen. In keinem der Bereiche sind die Bestandszahlen explodiert. Die Entwicklung zeichnet eine durchgehend weitgehende Konstanz aus. Und in den Bereichen, wo es Anstiege gab, wir haben schon über die Verwaltungsgerichte geredet, das ist ja auch unstrittig und da ist ja auch reagiert worden, da wurden mehr Verwaltungsrichterstellen geschaffen und im Wirtschaftsbereich, im Bereich Wirtschaftskriminalität, auch da ist aufgestockt worden. Also tun Sie doch nicht so, als ob man die Umstände ignoriert und nicht da, wo Bedarfe sind, durchaus handelt. Und es gibt auch Bereiche, in denen die Zahlen rückläufig sind. Beispielsweise 2010 betrug die Anzahl der Eingänge im Ermittlungsverfahren in der Zuständigkeit der Jugendstaatsanwalt hessenweit noch 58.981 und sank über die Jahre bis 2016 auf 50.026. Die Zahl der Erledigungen betrug 51.051 im Jahr 2016, und damit ist die Anzahl der Eingänge überstiegen. Also, sichtbare Rückgänge, auch im Bereich der Familiensachen an den Amtsgerichten, gab es 38.497 Fälle im Bestand, und 2016 sind es noch 32.470. Also, ich trage das einfach vor, weil ich das Gefühl hatte bei den Reden, dass Sie
sich nicht so detailliert mit beschäftigt haben, sonst hätten sie nicht einfach nur Einzelfälle skandalisiert. Die Belastung der Richterinnen und Richter ist unstreitig hoch, aber es stimmt auch nicht, dass es keine qualifizierten Leute mehr gibt. Wir sitzen jetzt zusammen im Richterwahlausschuss. Wir haben nächste Woche wieder Sitzung. Da haben wir 45 Neueinstellungen. Also, es gibt immer noch gute Bewerbungen, und die sind alle hervorragend geeignet, die sich explizit in der hessischen Justiz bewerben, obwohl sie vielleicht vorher in großen Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet haben oder, aber sagen, nein, der Wunsch ist, in die hessische Justiz zu gehen, unabhängig zu arbeiten, und sie wissen auch, dass sie da eine gute Aufgabe haben und aber auch einen guten Job haben. Also, so. Und es gibt auch Bereiche bei den Richterinnen und Richtern, wo die Zahl der Eingänge gesunken sind. Im Ordnungswidrigkeitenbereich, z. B. bei den Amtsgerichten, wurden 2010 1.133 Eingänge pro Richter verzeichnet, 2016 nur noch 1.068. Und in den Familiensachen, ich habe es schon erwähnt, ist die Belastung deutlich zurückgegangen. 441 Eingänge 2010, 2016 385 Eingänge. Sie sehen also, das, was Sie hier skizziert haben, ist nicht das, was in der Großen Anfrage beantwortet wurde. Es tut mir leid, dass die nicht Ihren Erwartungen entsprach. Sie ist auf jeden Fall sehr umfangreich und für uns sehr hilfreich, auch in der Argumentation Ihnen gegenüber. Und zu den Vakanzen auch. Es gab seit 2010 im richterlichen Bereich kaum Vakanzen. In der Regel waren 90% der Stellen auch besetzt. Es gibt natürlich die Fälle, wo es Konkurrentenklagen gibt bei den Spitzenpositionen, Landessozialgericht, Frau Hoffmann guckt mich an, aber auch das sind Einzelfälle. In der Statistik, die Sie abgefragt haben, 90% der Stellen sind besetzt. Auch im Bereich der Verzögerungsrügen gibt es nicht anzumerken, dass es in Hessen überdurchschnittlich wäre. Also, gerade im Juli hat der Oberlandesgerichtspräsident Poseck in einem Interview gesagt, dass bei allen Amtsgerichten in Hessen die Zahl der Rügen bei 50 pro Jahr liegen. 50 pro Jahr bei rund 100.000 Fällen. Das sind 0,05%. Und von all denen, die eingereicht werden, sind auch nicht alle berechtigt. Also, auch in diesem Bereich sieht man ein Schwarz-Weiß-Bild zu malen. Und hier zu vermitteln, die Justiz wäre schlecht aufgestellt, ist keinesfalls gerechtfertigt. Also, jeder Bereich muss gesondert betrachtet werden. Ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass die Welt nicht so einfach ist, wie Sie sie malen. Und ich finde, die Menschen sind in der hessischen Justiz gut aufgehoben. Das Wort hat Frau Ministerin der Justiz. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Große Anfrage, das haben einige Kollegen schon vorher gesagt, hat 140 Fragen gehabt und hat am Ende 93 Seiten Antworten mit viel Statistiken. Deswegen teile ich das, was der Kollege Honka und die Frau Kollegin Müller gesagt haben. Frau Kollegin Özgüven, Sie sind als Antragstellerin in Ihrer gesamten Rede bei 140 Fragen und 93 Seiten Antwort auf keinen einzigen Fall aus der Antwort eingegangen. So etwas habe ich noch nie erlebt, dass diese Anfrage und die Antworten dem nicht entsprachen, was Sie mit Beispielen versucht haben zu zeichnen, kann ich nicht ändern. Aber bei so vielen Fragen und 93 Seiten keinen einzigen Satz zu der konkreten Antwort zu sagen, das finde ich ziemlich ärmlich, wenn man auch noch Antragsteller ist, muss ich wirklich sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, also getroffene Hunde bellen, würde ich jetzt sagen. Das ist wirklich hier im Plenum noch nie passiert, dass ich so etwas erlebt habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon eine Weile dabei. Die Frage nach der Dauer der Gerichtsverfahren ist eine völlig legitime und die damit oftmals verbundene Vermutung, sie seien regelmäßig zu lang, ist nicht neu. Der Kollege Herr Blechschmidt hat nicht nur aufgrund seiner Berufserfahrung, sondern auch Erfahrung als Abgeordneter darauf hingewiesen, das muss ein Thema dauerhaft für uns alle sein.
und man muss sich genau anschauen bei jeder Statistik, woran liegt das, und das betrachten, weil in der Tat ist das für den Rechtsstaat ein Merkmal. Aber unbestritten ist die Verfahrensdauer ein und nur ein Merkmal für die Qualität der Gerichtsverfahren. Die Verfahrensdauer, und die Kollegin Müller hat das auch gesagt, muss Hand in Hand gehen mit der rechtlichen Güte einer Gerichtsentscheidung und dem rechtsstaatlichen Verfahren. Eins ist klar, hinter jedem Verfahren stehen Lebensschicksale, und jeder Rechtssuchende hat den Anspruch auf ein ordentliches rechtsstaatliches Verfahren. Und deswegen Gerichtsverfahren, das ist auch schon gesagt worden von meinen Vorrednern, die verlängern sich immer dann, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, komplizierte Sachverhalte, auch Anwälte, die tatsächlich Verfahren verlängern aus berechtigten oder unberechtigten Interessen. Und es gibt natürlich auch Krankheitsfälle, die eintreten in gewissen Verfahren, bei denen das möglich ist. Und ich behaupte auch, natürlich ist auch die Personalausstattung ein Kriterium, was dazu führt, ob Verfahren lang oder kurz sind. Ich will zu den Asylverfahren kommen, weil das haben auch viele Kollegen angesprochen. Ja, der Anstieg der Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 haben die Verfahrenszahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und in Kindschaftssachen der Familiengerichte ansteigen lassen. In den Kindschaftssachen haben sich im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 die Eingangszahlen sogar verdoppelt, weil zu diesem Bereich auch die Vormundschaftsangelegenheiten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zählen. Und bei den Asylverfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit erklärt sich der Anstieg der Eingangszahlen von selbst. Von Januar bis Juli dieses Jahres sind allein in diesem Bereich 18.775 Verfahren zu verzeichnen. Und da das absehbar war, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Geschäftsanfall, haben wir sofort reagiert und haben schon, der Kollege Honka hat es erwähnt, nicht nur sofort Personal eingestellt, sondern auch einen 10-Punkte-Plan, um der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu helfen, diese Verfahren bei all den Schwierigkeiten, die es gibt, zu helfen. Und deshalb will ich die Zahlen noch einmal darstellen. Im Jahr 2016 haben wir in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 32 Planstellen und in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 7 Planstellen geschaffen. Davon nicht nur Richter, sondern, Herr Kollege Blechschmidt, immer im Team, natürlich auch Rechtspfleger und nachgeordnetes Personal, in der Tat, weil natürlich nicht nur Richter ersetzt werden können und auf den Aufstieg sozusagen im Personal ausmachen, sondern weil das am Ende Gesamtpakete sind. Das heißt, wir haben eben nicht einseitig, was in der Vergangenheit schon erfolgt ist, dass man nämlich vermehrt im nachgeordneten Bereich statt bei den Richtern Stellen gestrichen hat, jetzt diesen Weg eben zu beenden, sondern Teams zu beschäftigen, auch gerade bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit, damit man sich auf dem Weg befindet, den Sie beschrieben haben. Durch weitere Personalmaßnahmen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 45 Stellen verstärkt, die im Übrigen auch alle, da hat auch jemand gesagt, besetzt werden konnten, weil wir genügend Personal finden, die auf diese Stellen gehen. Das heißt, wir haben nicht nur die Stellen geschaffen, das Geld zur Verfügung gestellt, sondern wir haben auch das Personal eingestellt, und das ist vor Ort in den allermeisten Gerichten schon angekommen, sodass da auch schon mitgearbeitet werden kann. Und das zeigen auch die Zahlen bei der Erledigung. Bei den Verfahren, die nicht einen komplexen Sachverhalt haben, ist die Erledigungsquote sogar schneller als im Jahr 2014, bei den schwierigen Verfahren natürlich nicht, die in der Statistik dann besonders zu Buche schlagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine Trendwende in der Justiz vorgenommen, indem wir den Stellenabbau gestoppt haben. Das waren ca. 250 Stellen, die noch hätten abgebaut werden müssen, und 250 neue Stellen im Haushalt 2017 umgesetzt, 140 Stellen für die ordentliche Gerichtsbarkeit, 52 Stellen für die Staatsanwaltschaften. Und die Frau Kollegin Müller hat gesagt, in jedem Richterwahlausschuss, in dem wir die Richterinnen und Richter beschließen, werden die umgehend in der Justiz eingestellt, um die Stellen zu besetzen. Eine ganz interessante Zahl in der Großen Anfrage ist, wie eigentlich der Besetzungsgrad im richterlichen Dienst ist. Und da ist der Besetzungsgrad auch so hoch wie nie. Wir haben einen Besetzungsgrad in der ordentlichen Gerichtsbarkeit von 99%.
in der Sozialgerichtsbarkeit beim Hessischen Finanzgericht kontinuierlich zwischen 96 und 97%, und das trotz einer Quote derer, die in Mutterschutz gehen, weil wir nämlich Vorsorge getroffen haben in den letzten Haushalten für eine Taskforce Mutterschutz, die auch diese Zeiten am Ende auffängt und dafür sorgt, dass in den Gerichten, in denen die Ausfallzeiten durch Mutterschutz und Väterzeiten passieren, aufgefangen werden kann durch Richter, die die Verfahren bearbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einige Kollegen haben angesprochen die wichtigen Themen in der Jugendkriminalität und die Verfahren, die damit zusammenhängen. Ja, die müssen im Fokus liegen, ganz besonders, weil all diejenigen, die wir in den Jugendgerichtsverfahren erreichen und die wir auf den rechten Weg bringen, werden nicht rückfällig werden und werden auf Dauer auch keine Opfer produzieren. Und deshalb kann man sehen, dass in diesen Bemühungen in den Jugendstrafverfahren viel passiert ist und die Quote relativ gut ist. Immer noch nicht gut genug, aber gut. Und deshalb will ich die Häuser des Jugendrechts erwähnen, weil man nämlich sehen kann, dass bei den Häusern des Jugendrechts, insbesondere in Frankfurt, die haben ja mit den Modellen begonnen, Erfolge zu verzeichnen sind im Rückgang der Jugendkriminalität in den Stadtteilen. Und ja, das ist wirklich ein Applaus wert. Staatsanwaltschaft, Polizei und Kommune arbeiten so gut zusammen, dass die Strafe auf dem Fuße folgt und dass am Ende die Jugendlichen ein solches Vertrauen in Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendgerichtshilfe haben, dass sie schon bevor etwas passiert, präventiv dorthin kommen. Und ich freue mich darüber, dass es einzelne Initiativen aus Städten gibt, die sich jetzt auch auf den Weg machen, sich für ein Haus des Jugendrechts zu interessieren. Die Erfolge in diesen Häusern sind groß. Und wenn wir damit die Jugendkriminalität in den Stadtteilen, in den Städten eindämmen können, dann ist das sicher der richtige Weg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine starke Justiz schafft Sicherheit. Wir werden weiterhin, wenn die Anstiege der Zahlen so sind, Stellen beantragen, Präventionsmaßnahmen durchführen und hoffentlich noch mehr Häuser des Jugendrechts haben. Und deswegen, die Justiz in Hessen ist gut aufgestellt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Große Anfrage besprochen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns kurz die Tagesordnung noch abräumen. Ich teile Ihnen mit, bzw. Sie können ja auch Einspruch erheben, aber das hoffe ich jetzt nicht. Die Punkte 15 bis 23, bis 22 im nächsten Plenum. Der Tagesordnungspunkt 23 geht in den INA. Offensichtlich zur abschließenden Behandlung. Nein, zur ersten Lesung. Der 24 und 25 gehen zur abschließenden Beratung in den SIA. Die Punkte 26 bis 37 werden im nächsten Plenum aufgerufen. Der Tagesordnungspunkt 38 wird dem Haushaltsausschuss überwiesen. Entschuldigung, das habe ich wieder korrigiert. Ist schon in Ordnung. Der Punkt 39 geht in den WVA. Der Punkt 40 wird dem Haushaltsausschuss zugewiesen. Der Punkt 44 wird dem Innenausschuss zugewiesen mit der Beteiligung des Hauptausschusses. Der 45 wird dem WKA zugewiesen. 46, 48 werden im nächsten Plenum aufgerufen, 49 dem INA zugewiesen, 52 dem SIA. 53 und 66 im nächsten Plenum, der Top 70 im ULA abschließend und der Top 75 im WVA abschließend. Meine Damen und Herren, am Ende der heutigen Sitzung darf ich ganz kurz Sie um Aufmerksamkeit bitten. Ich möchte Frau Staatssekretärin Dr. Weiland verabschieden aus dem Plenum. Das ist ja nicht ganz Schluss, aber hier ist Schluss für Sie heute. Und Sie haben sich entschieden, einen anderen Weg zu probieren. Schauen wir mal, wie das geht. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Dienste für das Land Hessen und auch hier im Plenum für die Bereitschaft, uns immer zu Rate zu stehen. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie vor allem gesund und munter. Das ist das Wichtigste im Leben. Alles Gute.
Meine Damen und Herren, Sie darf ich verabschieden bis zur nächsten Sitzung nach der Bundestagswahl. Tschüss.